Sehr geschätzte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir hatten uns vorgenommen, auch mit Blick auf die Pandemie, die Bereinigungssitzung, die ja immer bis in die frühen Morgenstunden geht, vielleicht etwas zu straffen, um nicht wieder auf so viele Stunden zu kommen. Es ist uns gelungen, mit 17,5 Stunden war es die längste Bereinigungssitzung, an die sich, glaube ich, alle hier im Saal erinnern können. Das zeigt aber, dass dieser Haushalt in seinem Riesenvolumen mit 500 Milliarden Euro, mit 180 Milliarden Euro Nettokreditaufnahme intensiv diskutiert wurde. Und ich finde, das ist einem so einem Haushalt auch angemessen. Und es zeigt, dass dieses Parlament in der Krise handlungsfähig ist, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir haben jetzt eine intensive Debatte über die letzten Tage zu diesem Haushalt hinter uns. Und ich dachte eigentlich nach den letzten drei Jahren, man hätte hier alles erlebt. Aber wie offenkundig in jeder Rede einer Fraktion Tote, Schwerverletzte billigend in Kauf genommen wurden, wie offenkundig hier Beihilfe zur Masseninfektion betrieben wurde, liebe Kolleginnen und Kollegen, das fand ich unerträglich. Und es ist ja nicht nur gemeingefährlich nach draußen. Ich meine, wir haben ja gehört, die Zahlen der Infizierten in der AfD-Fraktion sind nach dem Bundesparteitag signifikant gestiegen. Sie sind auch eine Gefahr für die Kolleginnen und Kollegen, die sich hier selbst schützen wollen. Wir haben intensiv über den Bundeshaushalt diskutiert. Und es ist auch deutlich geworden, dass es unterschiedlichste Vorstellungen zur Ausgestaltung des Haushaltes gibt. Ich habe mir sehr intensiv zum Beispiel angeguckt, was die FDP-Fraktion so beantragt hat. Sie schmücken sich ja damit, die Nettokreditaufnahme würde bei Ihnen 100 Milliarden Euro niedriger ausfallen. Sie wollen den Familien in diesem Land das Baukindergeld streichen. Sie wollen im nächsten Jahr die Grundrente nicht in Kraft setzen und bei denen ansetzen, die ihr Leben lang gearbeitet haben. Sie gönnen ihnen nicht, dass die mehr bekommen als das, was Sozialhilfe wäre. Sie sind bereit, bei der Mütterrente anzusetzen und wollen die Gleichstellung von Müttern, die Kinder früh geboren haben, verhindern. Und gleichzeitig wollen Sie die reichsten 5% dieser Gesellschaft entlassen. Sie wollen Politik der Umverteilung von unten nach oben betreiben. Und darin finden Sie den entschiedensten Widerstand unserer Fraktion, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und Otto, ich lasse deine Zwischenfrage nicht zu. Du hast deine Zeit gehabt. Ich will noch weitergehen. Ich meine, für eine Pressemitteilung, unsere Nettokreditaufnahme wäre 100 Milliarden Euro niedriger als die der anderen. Sind Sie auch bereit, die 50 Milliarden Rücklage einzusetzen und damit dem nächsten Deutschen Bundestag die Chance zu nehmen, die Schuldenbremseregel der Verfassung wieder einzuhalten? Auch das spricht für sich. Das ist Politik, die nicht nachhaltig ist, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir haben gesagt, und das ist richtig so, die Rücklage, die wir in guter Zeit erarbeitet haben, die nutzen wir in den Jahren 22, 23 und 24, um wieder unter die Schuldenbremseregel der Verfassung zu kommen. Das wird eine Anstrengung mit sich bringen. Aber wenn man sie jetzt auf den Kopf haut, dann hat man eben gar keine Chance mehr dafür. Und das ist der Unterschied hier im Haus, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich will an dieser Stelle mich ausdrücklich bedanken. Ich möchte mich zunächst bedanken bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Haushaltsreferats, die mit uns diese langen, langen Sitzungen vollzogen haben. Ich möchte mich bedanken bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Bundesfinanzministerium, lieber Olaf Scholz. Vielen Dank für die viele Zuarbeit und insbesondere auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Abgeordnetenbüros, die schnell in dieser Aufzählung zu kurz kommen, und bei denen, die in der Fraktion arbeiten. Wir stehen mit unseren kleinen Teams immer sehr großen Teams in den Ministerien gegenüber, sodass da umso mehr geleistet werden muss. Und deshalb auch vielen Dank an all denjenigen, die uns so intensiv in unserer Arbeit unterstützt haben. Und ich möchte zum Ende meiner Rede, es ist mein erster Haushalt, den ich als Sprecher verhandeln durfte. Und lieber Ecki Rebeck, es war der letzte Haushalt, den du als Sprecher für die Unionsfraktion verhandeln durftest. Ich möchte dir ganz ausdrücklich für die gute Zusammenarbeit danken. Die Kulturwissenschaftlerin Jutta Persson hat mal gesagt,
im Grunde kann man vom Esel das Nein sagen lernen. Jetzt würde ich, anders als die Kollegin Doris Barnett, mich, dich nie als Herdenschutzesel bezeichnen. Aber Nein sagen gegenüber den vielen Wünschen aus der Fraktion und auch der Ministerien, ganz egal welcher politischen Couleur, konntest du. Und ganz egal, wer dir nachfolgt, das muss man lernen. Das hast du per Excellence gekonnt. Auch dafür vielen Dank, lieber Ecki Rehberg. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dieser Bundeshaushalt ist Ausdruck für die Handlungsfähigkeit dieses Staates. Und ich finde, man sollte diejenigen, die sich jetzt hinstellen und sagen, wir können uns das gerade alles nicht leisten und man muss mit dem Rotstift durch diesen Haushalt gehen, ganz entschieden entgegentreten. Wenn wir heute nichts machen würden, dann würde es morgen um ein Vielfaches teurer werden. Das, was wir machen, ist teuer, ja. Aber es ist nachhaltig und es hilft, dieses Land durch die Krise zu bringen. Es ist die Einlösung des Versprechens an unsere Bürgerinnen und Bürger. Wenn dieser Staat in die Krise kommt, dann stehen wir handlungsfähig und solidarisch an eurer Seite. Vielen Dank. Ich gebe das Wort für eine Kurzintervention dem Abgeordneten Fricke.